Servus Leute, und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Heute mit einer neuen Folge. Alter, wie ein Glück, dass die Diamanten nicht weg sind. Er ist jetzt auch noch da, das ist schön. Das ist jetzt wirklich gut. Die wichtigsten Sachen noch da sind. Wer weiß, vielleicht wenn es Tag wird, sind die anderen Sachen dann auch noch da. Aber das kann ich nicht garantieren. So, dann haben wir da mal die zwei Diamanten rein. Ah, die muss ich ja gar nicht brennen. Genau so war das. So, und dann Diamanten schnellstmöglich mal hier rein. Das da. Das nehmen wir hier. Und das haben wir mal da rein. Und wir machen uns. Jetzt kann ich mir keine Stöcke machen, oder? Doch, Fackeln kann ich mir jetzt noch machen. Stöcke rede ich, ich meinte ja Fackeln. Ah, die waren auch noch da, oder wie? Ein paar alte Fackeln. Wir gehen uns jetzt trotzdem runter, da noch die restliche Kohle holen. Oh Mann, ich habe ja nicht mal etwas zum Essen. Ja, bevor wir das. Okay, viel haben wir ja nicht. Dann würde ich sagen, wir warten hier mal, bis das hier fertig ist. Eisenspitzhacke können wir uns, Eisenaxt können wir uns auch noch schnell eine machen. So, das ist fertig, dann grillen wir uns mal das Fleisch hier, damit wir etwas zum Essen haben. Ich weiß nicht, soll ich herumwarten, bis Tag wird, oder soll ich nochmal schnell runtergehen, aber es wird sich wahrscheinlich nicht auszahlen, denn wir brauchen Essen auch. Essen wäre jetzt mal wichtig, würde ich mal behaupten. Ja, aber wir sind voll. Ach, gehen wir einfach mal runter in die gute Stube. Komm, lauf ein bisschen. Dann haben wir wenigstens mal ein paar Steine. Ja, Steine haben wir ja so auch schon genug. Da ist es ja eigentlich egal, ob wir ein paar weniger oder mehr haben. Aber die Kohle, die wäre schon ganz gut, wenn wir die hier einsammeln könnten. So. Und vielleicht finden wir noch etwas Eisen. Ah, da haben wir noch Gold. Ah, komm. Das war jetzt wieder blöd. Ah, Schaufel haben wir eh hier. Dann machen wir da mal noch eine Fackel hin. Stöcke brauchen wir nicht unbedingt da unten. Gold. So. Das hier. Da haben wir kein Gold mehr. Das kann hier ruhig zusammenbrechen. Sollte uns nicht interessieren. Dann machen wir das Loch hier wieder zu. Komm. Sind Graben. Graben, Graben, Graben. Ja. Da haben wir wieder Eisen, so wie es aussieht. Ja,
gar nicht zu wenig essen. Das ist schon in Ordnung so. Und irgendwo blubbert's da. Hoffen mal, dass wir hier nicht so schnell auf Lava wieder stoßen. Irgendwas haben wir da auch. Ah, Redstone. Redstone kommt natürlich auch gleich mal hier mit. So. Da oben auch noch mal essen. Das ist ja schön. Da oben ist dann nichts mehr. Komm schon runter essen. Ja, das ist schön. Ach man, jetzt habe ich das Ganze da. So. Dann, dass wir irgendwie zu bekommen. Da noch eins. Da noch ein Stein. Ja. Da kommen wir nicht weiter. Schon mal gut zu wissen. Dann sollten wir jetzt immer wieder raufgehen, sollte eigentlich schon wieder hell sein. Und wir sollten uns dann natürlich ein bisschen Futter besorgen. Ein bisschen Choppy Choppy. Choppy Choppy Chop. Hat sich ja wenigstens ausgezahlt, darunter zu gehen. Ein wenig Gold, ein wenig Eisen. Naja. Ja, es ist hell. Dann tun wir unser Gold da rein. Und das Eisen hier rein. Redstone kommt nur hier rein. So, dann würde ich sagen, wir suchen uns jetzt mal Futter. Wir gehen einfach in Richtung Spawnpunkt nochmal. Markieren uns. Das nächste Mal vielleicht ein bisschen hier den Weg, falls wir wieder mal nicht zurückfinden. Da haben wir ein Schwein. Heute gibt es Schweinefleisch zum Abendessen. Komm her. Ja Leute, ich spiele ja auch nicht jeden Tag, deswegen weiß ich ja auch nicht, wie ich da zurückkomme. Ah komm, komm schon. Ich habe jetzt komplett übersehen da hinten. Ah, der war nicht gut, den in die Nähe zu kommen. So. Wäre vielleicht nicht so eine ganz gute Idee hier. So, da eine Fackel drauf. Ah, geht nicht. Auch nicht so schlimm. Naja. Irgendwie glaube ich zwar nicht, dass da unser Spawnpunkt war, aber okay. Bisschen Fleisch haben wir ja schon. Melone. Melonen kann aus Melonenschirm hergestellt werden. Naja, brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Suchen uns einfach nur ein Schwein oder so in etwas. Vielleicht können wir ein bisschen Kohle mitnehmen. Wenigstens haben wir uns jetzt hier ein wenig den Weg markiert und wissen, wo wir zurückkommen. Hoffe ich mal, wenn wir sterben. Da setzen wir uns auch eine Fackel hin. Da auch. Wir wollen es ja nicht übersehen. Ja, und da haben wir einen Huhn. Komm schon, Huhn. Oder ein Ei. Ja, ein Ei haben wir auch da.
Habe das jetzt genommen. Kann ich auch Eier essen? Glaub schon. Hoffe ich mal. Hoffe es mal, dass ich Eier essen kann. So, wir haben ja jetzt Fackeln eigentlich genug. Dann machen wir uns hier eine hin. Fackeln sollten uns eigentlich nicht ausgehen. So, dann beleuchten wir hier ein bisschen unser Haus. Und wir laufen mal ein bisschen in diese Richtung. Und wir haben Hunger. Ja, Sand wäre halt schön. Sand wäre cool. Aber irgendwie bin ich nicht der Meinung, dass wir hier irgendwie Glück haben werden mit Sand. Komm schon, hüpf darüber. Da vielleicht. Ja Leute, da sieht es wenigstens schon mal ein bisschen besser aus. Aber viel Sand werden wir da auch nicht zusammenbekommen. Denke ich mal. So. Das Ganze können wir dann auch wieder schön mit Erde bedecken. Irgendwie halt. So, hoffe mal, dass sich da wenigstens ein Stack mit 64 ausgeben wird. Heute eigentlich noch die Karte. Dann wäre es ja dann eigentlich gar nicht so blöd, die zu verwenden. Ah, nicht wegschmeißen. Komm, Karte. So. Hoffe, da kommt jetzt nicht gleich Wasser. Ne, da können wir noch ein bisschen graben. Für ein wenig Sand machen wir ja alles. Ah, da geht ein bisschen was. Da. Oh. Ah, das war jetzt wieder blöd. War nicht gerade so schlau von mir hier. Irgendwie da rauskommen. Ah, es kommt schon. Naja. Wir wollen es ja nicht zu negativ sehen. Gehen wir hier drüben hin, bauen da noch ein bisschen Sand ab. Da habe ich schon wieder fast vergessen, wie wir zurückkommen. Nicht gerade so gut. So, schauen wir mal da hinten nach. Komm, Blätter weg da. Da haben wir auch noch ein wenig Sand. Bambus können wir auch mitnehmen. So. Da haben wir Sumpfgebiet. Aber auch fast keinen Sand. Ich glaube, wenn wir in diese Richtung laufen, werden wir nicht glücklich werden. Und da ist für später vielleicht noch ein wenig Kohle. Naja, 100 Sand haben wir ja mal. Jetzt ist natürlich wieder die Frage, wo. Ah, unten haben wir ja den Kompass. Da brauchen wir ja nur ungefähr in diese Richtung zu laufen. Dann sollte das ja gehen. Oh, letztes Mal da irgendwie lang.
Ah Mann, ah, da oben sehen wir unseren Turm auch. Dann würde ich sagen, ja, wir können hier noch ein bisschen weiter rumlaufen. Mal sehen, vielleicht finden wir noch irgendwas. Oh, da haben wir, glaube ich, schon das meiste wieder abgebaut. Höhlen haben wir hier auch genug. Nee, ist ja gar keine Höhle. Hat nur so ausgesehen. Was haben wir denn da unten? Nichts außer Wasser. So. Laufen wir einfach mal da rum schön. Dann ein wenig Sand mitnehmen. Da gibt es auch nichts wirklich Interessantes. Blöd ist ja nur, dass ich jetzt nichts zu essen habe. Aber wir töten da mal das Schwein. Die Kuh auch. So, dann, ja, mache ich jetzt zwar nicht so gern, aber vielleicht reicht es ja, dass wir wieder ein bisschen schneller laufen können. Gehen wir mal da hinten auf den Hügel rauf. Vielleicht gibt es ja da hinten dann irgendwo mehr von dem Zeug, Sand meine ich. Sehen wir mal nach, ob es da irgendwo ein Meer oder so etwas gibt. Da drüben ist, glaube ich, etwas mehr Sand. Naja, gehen wir mal wieder zurück, bevor es dunkel wird, bevor wir nochmals sterben. Würde ich ziemlich ungern machen. Und dann können wir vielleicht in der nächsten Folge mal da hinten rüber gehen und sehen, wo wir, ob wir da hinten Sand haben. So einen Turm sieht man auch schon von Weitem, das ist toll. Ah, es ist finster. Hoffentlich tötet mich jetzt nichts. Aber wir sollten ja gleich mal wieder zu Hause sein. Sollte uns eigentlich nichts töten hier. So, dann würde ich sagen, wir machen uns mal ein leckeres Hühnchen. Na, dann mal das. Und da Hühnchen. So, und dann hier Sand. Ja, cool, über 100, genau 130 Sand. Ja, dann gehen wir da mal weg. Dann essen wir mal gekochtes Schweinefleisch, damit wir wieder satt werden. Ja, so. Vielleicht noch eins. Und ja, Leute, ich würde dann sagen, heute war es das wieder für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst euch ein Abo hier und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.